Bitte, Hugo. Sag doch was. Sieh mich an, bitte. Ich brauche dich. Amicia, wir müssen hier weg. Er antwortet mir nicht. Wir müssen hier weg. Hugo, antworte mir. Amicia, wir müssen jetzt gehen. Und wohin? Zum Hafen. Wir verschwinden von der Insel. Ich will ausruhen. Das kannst du, wenn du in Sicherheit bist. Wir werden niemals sicher sein, Lukas. Niemals. Es gibt keinen Frieden für uns. Sieh ihn an. Sieh nur. Ich gehe voran. Denk nicht nach. Einfach nur folgen. Ich werde euch führen. Ich führe euch beide, ja? Ich trage euch, wenn es sein muss. Aber ich bringe euch hier raus. Jetzt holt tief Luft und steh auf. Gut gemacht. Komm mit, Hugo. Gut. Ich werde euch hier rausbringen. Oh Gott, ist das gruselig. Guck grad nicht mehr. Gruselig. Mal wieder auf der Flucht. Zur Abwechslung mal. Ist es der Arm? Die Schulter. Ich werde sie einrenken. Tu es. Nicht bewegen. Das wird wehtun. Ich werde ihn nicht immer wieder mit der Armbrust schießen. Gerade Schulter eingerenkt. Das ist in Videospielen immer. Atme. Ich kann mal wieder Steinschleuder mit der Armbrust schießen. Ich selbst im gesunden Zustand nicht hinkriegen würde, selbst wenn ich die Waffe beherrschen würde. Na los, alles wird helfen. Du brauchst es. Es muss hier irgendwo rausgehen. Eine Öffnung! Da kommen wir raus! Und wie? Im Stockwerk drüber. Da finden wir vielleicht was Nützliches. Ich sehe nach. Bleib du bei ihm. Amicia, du bist verletzt. Versuch ihn zurückzuholen. Egal wie. Bitte. Irgendwas. Natürlich nicht. Aber geh nicht zu weit. Wir sprinten schon wieder. Also, Hugo, ich glaube, du hörst mich. Tut mir leid. Ich muss wissen, ob es dir gut geht. Der Karren. Aber das Zeichen der Makula sieht größer aus. Da hab ich's gesagt. Sieht es wohl auch in deinem Kopf aus. Darf ich mir deine Augen ansehen? Normale Pupillen. Es ist halt. Es muss einen Weg geben, diese Tür versperrt. Ich kann es von hier nicht bewegen. Nein! Ah,
einer Logik zum Trotz. Jetzt nur wieder die Steinschneider. Gleich auf die Armbrust. Na los! Gerade die Steinschneider, das ist Schulterarbeit. Einem Seil. Hugo, wenn du mich hörst, dann beweg einen Finger. Und zerren. Gib Acht! Ja! Geht's dir gut? Ja! Ja, der. Mir geht's super. Wie geht's ihm? Sein Verstand ist ausgelöscht. Nicht nur vom Schock. Wohl von der Makula. Dann kommt er nicht zurück. Noch nicht. Versuchen wir es hiermit. Komm mit, Hugo! Hier ist der Kram gelandet. Er steckt fest! Das ist zu hoch! Aber es gibt keinen anderen Weg. Amicia, schieben wir. Da ist was dahinter. Ein Weg. Na toll, Ratten. Eine ganze Höhle voller Ratten. Ist der bessere Weg, es hat die Flammen gelöscht. Waren diese Dinger nicht auch in des Trägers Grab? Er wird die Sonne töten. Was? Der Sonnentöter. Der Lichtverschlinger. Der Nebel aus den alten Texten. Es gibt ihn wirklich. Ich bin zu Hause. Nein, nein. Das ist nicht zu Hause. Hugo, sieh mich an. Das ist nicht er, Amicia. Die Makula, sie versucht, die Leere zu füllen, die durch den Tod eurer Mutter entstanden ist. Ich hätte sie retten müssen. Aber wir können es beenden, ja? Hörst du mich, Hugo? Wir finden diesen Mistkerl, den Grafen, und töten ihn! Nein, genug! Wir verschwinden von diesem verdammten Ort. Lass uns ihn von hier wegbringen! Er ertrinkt. Amicia, verstehst du? Halt ihn über Wasser. Rede mit ihm. Halte dagegen.
Er braucht dich. Schon gut. Schon gut. Wie das Wappen ist. Bleib nah dran. Der Nebel ist überall. Mal sehen, wie lange achte auf die Fackel. Geht. Ja. Hey, Vorsicht! Was ist? Das hab ich gemeint. Bleib weg von den Dämpfen. Das brennt. Vorsicht. Da ist noch mehr. Ich sehe sie. Vorsichtig. Das ist echt schnell schlimm. Raus hier. Oh nein. Es weiß, dass wir hier sind. Ja und? Na los! Ich glaube, das ist er. Was? Ich habe gespürt, wie er gezuckt hat vor der Explosion. Ich sag's doch, sein Bund mit der Makula wird immer stärker. Ich weiß, dass du noch da bist, Hugo. Halte durch! Ja. Es wird aus Hugo und der Messer. Und wird hier irgendwo noch drauf gehen. Hölle nochmal! Wir müssen vorsichtiger sein! Makula hinter sich zu bringen. Lukas, da vorne ist was! Ich sehe es! Was zur Hölle? Noch wie viele sind da drin? Ja, ich bin hier. Hey! Ich warte. Gehen wir, Lukas, los! Ja! Komm, Hugo! Nein, ich warte! Hier gibt es aber nichts für dich! Das ist zu Hause! Hier ist, wo ich... Hör auf! Du kommst mit mir, ob du nun willst oder nicht! Hörst du mich? Er bleibt bei mir! Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauft! Ist ja das erste Mal. Ah, bleib dicht an der Wand. Schnell, ihr stürzt doch alles ein. Hoch, schnell. Du hilfst uns sogar hoch. Nicht so. Ach, scheiße. Ich war zu langsam. Ich dachte, es wäre noch die Cutscene. Das kann nicht sein. Wie viele sind da drin? Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauft! Ah, bleib dicht an der Wand! Schnell! Ihr stürzt noch ab! Hoch, schnell! Oh nein! Nicht zurückschauen! Renn! Oh no! Was? Ich bin doch. Ich bin gesprungen. Das kann nicht sein. Du hast es wütend gemacht. Sie kommen. Lauft! Ah, bleib dicht an der Wand! Schnell! Ihr stürzt doch alles hoch! Schnell! Oh. So schnell ihr könnt!
Verdammt! Verdammt seid ihr! Wir verschwinden hier! Ihr bekommt ihn nicht! Hört ihr? Es ist vorbei! Das ist kein Sonnenlicht. Atmen! Atmen! Hugo? Hugo! Siehst du? Da ist noch Licht. Ja, das ist unser Blut. Das bist du. Wir sind noch nicht fertig. Gehen wir. Ja, ich bin bereit. Wir müssen den Hafen erreichen. Recht die Oberfläche. Wir sind so ziemlich an der Oberfläche. Recht den Hafen, Inge. Moment! Das Dorf! Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich war das. Nein, der Graf und die Gräfin. Gehen wir. Gehen wir einfach. Herr im Himmel, das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Oh. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir! Alles klar. Wow, das war... Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Oh, nein, du siehst nicht zum ersten Mal. Das haben wir in diesem Spiel schon öfters gesehen. Spürt? Das Beben hat die Ölkrüge zerschmettert. Soldaten! Warum wollen wir den Sohn noch? Er wird unser Ende sein. Er hat alles ruiniert. Das ist nur passiert, weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Schänderin? Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Einer weniger. Tja, du. Was? Achtung, sie sind frei. Die Flamme löschen. Oder nicht. Verstecken? Na toll, wie sagen wir dem jetzt mit dem Pyrrhizium? Er kommt her. Ha. So, jetzt weiß ich, wo du... Da seid ihr! Nein! Oh, nein!
versaut. Los, hoch da! Ich versuch's! Sind wir da nicht gerade runtergekommen? Sind hier lang. Oh, ganz sicher. Nein. Verstecken wir uns. Versteckt euch ruhig! Ich finde euch doch! Oh, nicht gut. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Er kommt her. Los zu mir! Oh no, die Ratten. Ach, das war doch zum Scheitern verurteilt. Sollen wir denn hier durchkommen? Sie wollen dich immer noch tot sehen. Selbst bei all dem Chaos. Sie töten lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Bleib in Sicherheit. Hier ist nichts. Wollt ihr euch verstecken? Oh nein! Ihr könnt nicht weit sein! Kommt schon raus! Hugo, geht es dir noch gut? Ich weiß es nicht. Na schön. Versuch, ruhig zu bleiben. Das Tor da oben. Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist? Das ganz sicher. So leicht, da sind sie. Pack sie. Sie haben. Bleib in meiner Nähe. Hier, wenn ich euch erwische, jetzt ist was. Ach, Scheißdreck. Einfach in die Falle getappst. Wie kriegen wir den denn tot? Ein bisschen ohne die Ratten.
Hier ist nichts. Du siehst nichts, du siehst nichts, du siehst nichts, du siehst nichts. Verstecken wir uns. Nein, hier ist nichts. Wir haben Gesellschaft. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Oh, zu hoch. Wir brauchen etwas, um ranzukommen. Wie sollen wir das denn unbemerkt verschieben? Damit vielleicht. Ach du Heilige. Das wird doch mega laut. Warten, bis er drüben ist und dann die Ratten. Mein Haus. Da drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Er ist Riesen. Nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Wir müssen hin. Wirklich? Nach dem, was er getan hat? Na schön. Wir müssen ohne ihn runter zum Hafen. Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Und den von dem haben wir ja noch. Vorsicht, es geht runter. Ja. Jetzt doch verraten. Jetzt. Er hat recht. Wir hätten den Grafen noch töten sollen. Hätten das einfach lassen, machen lassen sollen. Das hätte hier einiges. Hat einige Probleme gelöst. Ach, das war doch dieses blöde Camping, wo wir mit dem Falken weg mussten. Seid ihr so bösartig? Hier drüben meine Ratten. Und jetzt. Raus von der Schilder! Der Schiff hat sich voll. Ihr Drecksviecher! Und du auch. Kleine Scheißviecher! Ah!
Messer. Nein, Bolzen. Der Sohn kann uns nicht aufgegeben haben. Nach allem, was wir für ihn geopfert haben. Er ist so jung. So verletzlich. Ja. Der Graf wird sich was einfallen lassen. Nichts.